Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier zeige ich dir, wie man Brüche addiert, und zwar wenn man drei Zahlen oder besser gesagt drei Brüche hat. Ich rechne dir Beispiele vor und erkläre das Ganze. Am Ende vom Video dürftest du das dann auch selbst hinbekommen. Bleib also auf alle Fälle auch bis zum Ende dran. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, drei Brüche, 2 Achtel plus 3 Achtel plus 4 Achtel. Ein einfaches Beispiel zum Einstieg, denn das haben wir ganz schnell ausgerechnet. Da hier immer der Nenner 8 ist, ist er es auch im Ergebnis. Also die 8 vom Nenner einfach in das Ergebnis übernehmen und dann die Zelle addieren. 2 plus 3 ist 5 plus 4 ist 9. Also 9 Achtel als Ergebnis. Nächstes Beispiel mit verschiedenen Nennern. 1 halb plus 2 Drittel plus 1 Viertel. Also 2, 3 und 4 im Nenner. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Aufgabe zu lösen. Ich zeige dir jetzt beide. Möglichkeit Nummer 1. Wir multiplizieren einfach die Nenner miteinander. 2 mal 3 mal 4. 2 mal 3 mal 4. Also 2 mal 3 mal 4. 2 mal 3 ist 6. 6 mal 4 ist 24. So. Also, der Nenner ist 24 für den ersten Bruch dann, 24 für den zweiten Bruch, 24 für den dritten Bruch. Also den Bruch auf 24 im Nenner bringen, den Bruch auf 24 und den Bruch auf 24. Dreimal die 24. Hier ausgerechnet. Um von der 2 auf die 24 zu kommen, müssen wir mit 12 multiplizieren. 2 mal 12 ist 24, also müssen wir auch den Zähler mit 12 multiplizieren. 1 mal 12 ist 12. Hier haben wir die 3. 3 auf 24 müssen wir mit 8 multiplizieren. 3 mal 8 ist 24. Das müssen wir jetzt auch im Zähler. 2 mal der 8 ist 16. Hier haben wir noch eine 4 im Nenner und wollen auf 24. Also mit 6 multiplizieren. 4 mal 6 ist 24. Oder im Zähler mit 6 multiplizieren. 1 mal 6 ist 6. So, alle drei Brüche jetzt auf 24 im Nenner gebracht und den Zähler auch ausgerechnet. Überall 24 im Nenner bedeutet auch 24 im Nenner des Ergebnisses. Hier auch 24. Und jetzt einfach die Zähler addieren. 12 plus 16 ist 28 plus 6 ist 34. Also 34 24stel kommt dabei heraus. Wer mag, kann den Bruch jetzt noch kürzen. Erst einmal mit 2. Wir können Zähler und Nenner durch 2 teilen. 34 durch 2 ist 17. Und 24 durch 2 ist 12. Also kommt 17 Zwölftel dabei heraus. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, diese Aufgabe zu lösen. Und zwar hier haben wir 2 im Nenner und hier haben wir 4. Wenn wir Vielfache von 2 bilden, also Vielfache ist 2, 4, 6, 8 und so weiter, dann kommt dabei auch die 4 vor. Und aus dem Grund können wir die 2 erst einmal hier vergessen und einfach 3 mal 4 rechnen. Also 3 mal 4 wäre dann 12 als Nenner für den gemeinsamen Bruch. Also 12, 12, 12. So, um von 2 auf 12 zu kommen, müssen wir mit 6 multiplizieren, also auch im Zähler. 1 mal 6 ist 6. Um von 3 auf 12 zu kommen, müssen wir mit 4 multiplizieren, also auch im Zähler. 2 mal 4 eben ist 8.
Und hier von 4 auf 12 bedeutet mit 3 multiplizieren und 1 mal 3 ist 3. So, jetzt haben wir 3 Brüche, jeweils 12 im Nenner, damit auch im Ergebnis 12 im Nenner. Und die Zähler addieren wir. 6 plus 8 ist 14, plus 3 ist 17. Also auch hier wieder 17 Zwölftel. Du möchtest die Bruchrechnung noch besser drauf haben? Dann schau mal unter dieses Video, dort findest du Übungsaufgaben mit Lösung. Mach dir einmal selbst, dann wirst du besser in diesem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.